gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht, eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht, tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Evereck. Der ist der Auftraggeber. Ersticken an 3 Pfund Stahl. Zermalmt worden. Er hatte viel Besitz. An wen der jetzt wohl geht? Komm schon, Plätze!
ewiges Feuer. Sturm, verdammt. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, liegen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt, aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine, in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich.
Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten, ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Ich frage mich wirklich, was dich in unsere Gegend führt. Ganz einfach. Der Wissensdurst. Mein Mentor hatte mir alles beigebracht, was er wusste. Ich habe all unsere Sprachen erlernt. Ich kenne die Namen all unserer Pflanzen und Tiere. Solch eine lange Reise wegen neuer Worte? Im Überfluss hätte ich zu Hause leben können. Respektiert für die Schönheit und Wichtigkeit meiner Kunst. Aber das wäre nicht erfüllend gewesen. Groß und vielfältig ist die Welt, da ihre Erschaffung weiterhin andauert. Ein Rätsel ist sie, das durch Symbole spricht. Die Sprache der Welt will ich erlernen. Die Zeichen entdecken, durch die sie spricht, und ihre Syntax beherrschen, um die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen. Wie du darüber sprichst, klingt eher nach einem Mann des Glaubens als nach einem Gelehrten. Glauben und Gelehrsamkeit sind für dich ein Widerspruch. Doch in meinem Land sind Heilige auch Wissenschaftler. Und Weisheit ist die Quelle ihres Ansehens. Glauben die Ophiri an irgendwelche Götter? Das hängt von der Region ab. Ich glaube an einen Gott. Die Welt. Durch Symbole spricht er. Und durch das Studium seiner Worte kommen wir ihm näher. Symbole, also Runen und Glyphen. Nur Zeichen sind es. Ein Versuch unvollkommener Menschen, die Welt zu beschreiben. Aber über Magie verfügen sie. Und von Gott geht alle Magie aus. Wenn ich Runen herstelle und zu Worten anordne, das ist mein Gebet. Und sie mit einem Schwert zu verzaubern, das ist mein Segensspruch. Ich habe etwas Geld dabei. Reicht das? Es ist ein Anfang. Ein teures Handwerk. Doch es kostet mehr als Geld. Ich brauche auch einen Stein aus Jade von angemessener Größe. Mal sehen, was ich tun kann. Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahren. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele, Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Deine Heimat. Ich würde gerne etwas darüber hören, wenn du die Zeit hast. Wenn du Zeit hast. Denn über mein Zuhause könnte ich erzählen, bis deine Ohren welken und deine Beine schwach werden. Was man hier Ophir nennt, sind in Wahrheit viele verschiedene Länder und Völker. Ein Land ist es mit weiten Steppen, gewaltigen Bergen, kristallklaren Seen und unberührter Wildnis. Ein Land gefallener Imperien, Königreiche auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Stämme, die keine Könige kennen. Doch dafür die Zeit, als die Welt noch jung war. Welches Land nennst du dein Zuhause? Eine Stadt mit Türmen, die Nilfgaard vor Neid erblassen lassen würde. Mit Philosophen, Ärzten, Mathematikern und Magiern. Doch über Letztere solltest du meinen Freund befragen, denn er ist einer von ihnen, ein Runenschmied. Ich werde mit ihm reden.
Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Hübsches Pferd hast du da. Ah ja, Baba Yetza ist eine treue Gefährtin. Und sie ist klüger als viele Menschen. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ein Entdecker und schneller Reiter in einem? Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder. Und jede Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt. Ich habe viel über Stuten aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also ein Rennen. Komm schon! Ich will sehen, wie du schaffst. Hilf! Nicht so schnell, Plötze. Stuten aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plötze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du, als Andenken an unseren Wettstreit. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plötze? Wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. Und so wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark. Dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl.